Hey Leute, wenn ihr meinen Varo-Part von gestern noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr den vielleicht jetzt nachholen, weil sonst spoilere ich euch nach dem Intro extremst. Aber ich möchte einfach so ein bisschen analysieren, was passiert ist und noch ein paar andere Worte dazu sagen. Und deswegen, wenn ihr den Part noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch jetzt an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und damit willkommen zu meinem allerersten Video, nachdem ich in Varo gestorben bin. Ja, es ist passiert. Ich nehme das jetzt gerade ungefähr 2 Stunden nach meinem Tod auf. Und ich bin natürlich immer noch ein bisschen geknickt, so. Das ist natürlich, wenn man so viel Zeit und Intentionen und Motivation und Emotion und was weiß ich, was man noch alles irgendwo reinstecken kann, das klingt falsch, da reingesteckt habe. Dass man da ein bisschen geknickt ist, aber ich möchte euch so ein bisschen zusätzliche Informationen geben, die ich in Folgen nie sagen konnte, weil ich sonst noch mehr geredet hätte und der arme Castcrafter noch weniger zu Wort gekommen wäre. Hey, die Soundspuren sehen teilweise so aus, ich habe teilweise so Monologe geführt, ich bin einfach so ein Labermensch, so ist das nun mal. Ich möchte einfach so ein paar Zusatzinformationen, quasi so ein Extended Cut, könnte man sagen, dazugeben. Also erstmal möchte ich die Frage klären, die von manchen Leuten aufgeworfen wurde, weil ich mich damals bei Varo 1 durchaus abschätzend zu dem ganzen Varo-Projekt geäußert hatte. Und das will ich auch gar nicht leugnen, das war damals so, weil ich hatte das damals so mitbekommen. Das war sogar bei meinem 10-Stunden-Livestream, genau, meinem 10-Stunden-Katina durch die ganze Zeit dasselbe Lied hör Livestream. Da habe ich Varo gesehen und gedacht, ja wow, das ist ja einfach nur eine übergroße Survival-Games-Runde. PvP ist eh nicht so meins und mehr geht's da ja nicht. Und ja gut, dann sind halt nach 3 Folgen alle tot und gut ist. Aber so nach 20 Folgen oder sowas, die jeder hochgeladen hatte, habe ich damals zum ersten Mal wieder reingeguckt und gesehen, dass es mehr als nur so eine Survival-Games-Runde ist. Eine Sache, auf die ich durchaus stolz bin, auch wenn ich mich in meinem letzten Kampf durchaus sehr, sehr dumm angestellt habe, Blockhitten auf offenem Feld, Mr. Morgame hat es mir noch vor Varo gesagt, ich hatte einfach Angst, aber da komme ich später dazu. Ich bin als erster Spieler in diesem Projekt durch PvP gestorben, denn vielleicht kommt vielleicht bei euch PvP als das große Hauptelement von Varo rüber und viele Mitglieder haben auch PvP davor geübt, aber Varo ist eigentlich nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil PvP. Varo ist letztlich Taktik. In Varo geht es um Lug und Trug. In Varo geht es darum, die anderen Teams, ja, nicht wissen zu lassen, was du eigentlich gerade planst. Ein Beispiel dafür, wie Taktik aufgehen kann, hat man am besten gesehen, als Revi und Sturmwaffe getötet wurden. Die hatten einfach einen Fehler gemacht und mussten direkt dafür gerade stehen. Es gibt auch noch andere Beispiele für Taktik aus Varo 1, aber so läuft das Ganze einfach. Um dieses Mal ein bisschen mehr Real Life reinzubringen, wurden auch die Aufnahmezeiten so eingeschränkt, dass man tatsächlich auch auf andere Leute treffen kann, was dann auch letztlich unser Verhängnis war. Aber letztlich war es Taktik. Taktik, die wir wochenlang uns Ideen dazu gesammelt hatten, Wochen uns vorbereitet hatten und ja einfach jeden Tag ein bisschen weiter gedacht. Taktiken wie zum Beispiel Cleanstone zu bauen, zu verschleiern oder das Wegrennen am Anfang, was wir sogar mehrfach geprobt hatten. Sowas ist einfach, das ist Varo und tatsächlich mein Kill, also mein Tod, war der erste PvP-Tod in Varo. Der erste Tod, wo tatsächlich nicht ganz ungleich equippte Gegner aufeinander getroffen sind. Okay, wir hatten keinen Bogen und keine Goldäpfel, ja, hatten keine Chance und ist einfach so. Und aber dennoch war es das erste Mal, wo wirklich PvP in etwas größerem Maße, also vor allem bei Castcrafter, weniger bei mir, weniger, oh Gott, was für ein Wortspiel, dass PvP in etwas größerem Maße hier wirklich vorkam. Alles andere waren nur Schnetzeltote, Lavatote oder Hungertote. Hatten wir überhaupt Hungertote? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte es, oder als wir angefangen haben, so habe ich mir Ziele gesetzt für Varo. Ich hatte, glaube ich, 3 Ziele und ich habe alle 3 auch erreicht. Das erste Ziel war es, nicht in der ersten Folge zu sterben. Und das zweite Ziel war, dass ich im Kampf sterbe. Also, dass ich nicht durch ein Skelett oder durch Lava, Fallschaden, irgendwie sowas sterbe. Dass ich mich auch dabei, okay, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. Aber ganz im Ernst, Leute, selbst wenn ich geschafft hätte,
wenig zu strafen oder zu comboen. Ich hätte es nicht geschafft. Das ist ganz offensichtlich mit dem Bogen und allem. Sie waren besser equipped. Ich bin under-equipped gestorben. Das ist das Spiel. Das ist okay. Peinlich wäre es gewesen, wenn ich es geschafft hätte. Tatsächlich. Ne? Nun ja. So ist das nun mal. Das letzte Ziel war, ist, dass es nicht langweilig wurde. Und das habe ich nicht wirklich so. Also zwischendrin, ich bin einfach jemand in letzter Zeit, ich gebe mir viel mehr Arbeit für die Videos. Ich habe auch durch Varo, dadurch, dass ich so viel Zeit da reingesteckt habe, konnte ich gar keine normalen Videos mehr machen. Und das hat mich extrem gemobbt. Also irgendwie so, wenn du da sitzt und eigentlich deine normale Art Videos zu machen hast und dann jeden Tag hochladen musst, wieder, das ist irgendwie, das war zu arg wie früher. Also das war schon so ein bisschen ein Negativpunkt. Nicht an Varo, sondern für mich in Varo. Aber dennoch wäre ich jederzeit wieder bei sowas dabei. Auch wenn es irgendwie vielleicht mal wieder ein Megaprojekt gibt oder so. Wer weiß, was da noch kommen mag. Also ich bin schon durchaus für sowas zu haben, aber jeden Tag diese durchaus editierten Folgen, wo ich auch auf Wert auf Musik und so weiter gelesen habe, das ist einfach, ja, das ist schon eine gewisse Arbeit. Und ich mache das halt lieber in weniger bessere Videos als in, ja, tägliche Uploads, aber das ist nun mal eine Eigensache von mir. Eine Sache, die auch passiert ist, das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Part Varo gesagt, ist, ich bin vor dem getötet worden, vor dem ich im Projekt PvP-technisch am meisten Respekt hatte. Denn ich habe 1 vs 1 Runden gegen die meisten Mitspieler gespielt und ich habe dann vor einem Spieler wirklich PvP-technisch Respekt, wenn er es in einem fairen Match, ich es nicht schaffe, ihn irgendwie runter zu hitten, sage ich mal. Ich habe gegen Gomme, ich habe gegen Mr. Moregame, ich habe gegen Simon, ich habe gegen Veni, Tobi, MC Expert, Stegi, ich habe gegen alle gekämpft. Und auch wenn alle genannten, vielleicht bis auf Gomme und, ja, vielleicht bis auf Gomme, PvP-technisch besser sind als ich, waren die Kämpfe durchaus echt knapp. Halbe Herzenkämpfe waren da nicht selten und kamen durchaus vor, außer bei Veni. Mein bester Kampf gegen ihn war, glaube ich, 4 oder 6 Herzen in 1 vs 1. Und ich bin tatsächlich glücklich drüber, dass ich dann von so jemandem getötet wäre. Das ist besser, als wenn du in Lava stirbst oder so. Also ich bin über meinen Tod sehr glücklich, muss man schon sagen. Ich bin nur traurig darüber, dass es so früh war. Also ein bisschen mehr Folgenspannung wären schon cool gewesen. Natürlich stellt man sich dann auch die Frage, was wäre wenn? Und vor allem habe ich 2 was wäre wenns. Das leichtere was wäre wenn ist, was wäre wenn ich mich bei meinem Endkampf nicht so dumm angestellt hätte? Was wäre, wenn ich direkt draufgegangen wäre, ohne diesen Bogenschaden zu bekommen? Was wäre, wenn ich ihn in eine Combo bekommen hätte, weil er nun mal nicht den besten Ping hat aufgrund seiner Entfernung. Das wäre möglich gewesen. Was wäre, wenn das tatsächlich gewesen wäre? Vielleicht hätte Castcrafter sogar MC Expert getötet. Das wäre eine Revolution gewesen. Das stärkste Team im Projekt oder das wahrscheinlich stärkste Team im Projekt von jemandem oder von einem Team getötet, wo einer davon, und zwar ich, erst seit 2, 3 Monaten aktiv PvP wirklich übt. Das hat viel verändert, so dass ich Spaß an PvP wirklich so für mich gefunden habe. Auf meinem Kanal gibt es ja auch keine Videos so, aber dennoch bin ich inzwischen nicht mehr der Schlechteste. Tatsächlich würde ich mich, okay, man sollte mich echt nicht an meinem letzten Kampf messen, weil ich war einfach nur total apathisch und aufgeregt und hatte einfach die typische Situation, wo du nicht nachdenkst, weil es um so viel geht. Und dann habe ich eben Fehler gemacht. Ich weiß nicht, zu welcher Top irgendetwas ich mich zählen würde, aber ich gehöre definitiv nicht mehr zu den Schlechtesten. Inzwischen gewinne ich auch Turniere auf Timolia oder sowas und ich habe tatsächlich durch diese ganze Sache auch PvP gelernt und ich habe so viel über Minecraft gelernt. Einfachstes Beispiel, ich konnte zum Beispiel für Varo nicht mal so Basics wie Emergency Water oder so. Das, weißt du, oder zu wissen, wo Silberfische vorkommen, wie man, es ist einfach, ich hab sehr viel gelernt für mich selbst auch und die Erfahrung in Varo dabei zu sein, ist auch super krass gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Varo bei weitem nicht das Projekt war, das mir am meisten Spaß gemacht hat, weil Varo ist halt sehr viel Vorbereitung, sehr viel andere Folgen gucken, sehr viel Zeitaufwand. Ich habe
die letzten Wochen. Ich bin mit so gut wie allem in allen anderen Gebieten, was ich noch so mache, mit Studium und allem, Programmierung. Ich bin überall schwer hinterher wegen Varo. Deswegen bin ich auch, das ist auch so einer der Gründe, warum ich sage, hey, vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gestorben bin. Aber auch wenn es vielleicht nicht von dem Sinne das Coolste war, weil da ist das Coolste, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, oh, Craft Attack oder Megaprojekt. Vielleicht auch beides. Es war, ich habe nirgendwo anders so viel Adrenalin gehabt bis jetzt. Nirgendwo. Auch nicht im Endkampf gegen Nodob oder so. Vielleicht im Endkampf gegen Nodob. Aber diese erste Folge Varo und die letzte Folge Varo waren, ich liebe sowas einfach. Ich mag Adrenalin in diesem Maße. Und auch wenn wir eigentlich nur gegeneinander zocken, durch das alles, was um Varo herum entsteht, ist das groß. Also letztlich muss ich auch wieder Danke sagen, obwohl das jetzt nicht meine Zuschauer sind, sondern die Zuschauer von allen zusammen. Ihr macht Varo zu dem, was es ist, zu diesem großen Kampf. Und ich hatte die Möglichkeit, bei diesem Kampf teilzunehmen. Und naja, ich habe mich zumindest nicht ganz doof angestellt. Varo wird weitergehen, ohne mich. Und vielleicht, wie gesagt, und das ist das zweite große, was wäre, wenn wir auf Stege gegangen wären. Die haben da erst Enchanted, wissen wir inzwischen. Wir hätten es schaffen können, sie rauszuhauen. Zurückblickend bin ich ein bisschen glücklich darüber, dass wir es nicht gemacht haben, weil es wäre zwar der Hammer gewesen und es wäre geil und alles, aber irgendwie PvP gucke ich lieber an, als dass ich es selber aufnehme. Und naja, jetzt haben wir so, jetzt kann ich immerhin weiter Stegis Folgen gucken. So. Aber so denke ich vielleicht erst seit 5 Minuten. Also glaubt bitte nicht, dass ich irgendwie jetzt aus Nächstenliebe nicht angegriffen habe, sondern es war einfach unsere taktische Entscheidung und inzwischen wissen wir, dass sie taktisch falsch war. Skatecast geht somit in die Geschichte ein als zu defensives Gameplay. Zu defensiver Start, zu defensiver Angriff. Und in dem Moment, wo wir aggressiv wurden und wir drauf geschissen haben, dass sie in der Mitte sind, sind wir sofort gestorben. Naja, die falsche Entscheidung zur falschen Zeit, es wäre anders gelaufen, aber es ist zu spät, um sich Gedanken drüber zu machen und es war trotz allem eine geile Zeit. Ich konnte in Varo somit 9 coole Videos eigentlich machen, finde ich. Die sind, also Part 1 und die letzten 3 Parts sind eigentlich okay geworden. Alle anderen, ja, naja, also mir hat's durchaus gefallen. An einen Editing-Stil von richtigen Profis komme ich natürlich nicht rein, aber dennoch hat es Spaß gemacht, ein bisschen mehr Arbeit in diese Videos zu investieren. Das kürzeste Video war, glaube ich, 1,5 Stunden Schneidarbeit. Auch mit der Musik, um das alles so zu setzen und sich Gedanken zu machen. Ich habe hier auch eine Sache, ich habe es tatsächlich so ein bisschen als Kunst gesehen, finde ich. Ich habe auch nie Caps Lock im Titel verwendet, außer bei Varo. Und habe die Titel auch eingebunden und alles. Ich habe tatsächlich versucht, so kleine Kunstwerke aus den Videos zu machen. Und vielleicht ist mir das ja auch gelungen. Macht dieser alternative Weg auf YouTube einfach viel zu viel Spaß, als dass ich jetzt fett in den Titel schreiben würde, dass ich hier der großartige, ich bin tot, klickt alle auf dieses Video. Das ist eine Möglichkeit zu machen und das kann man auch nicht kritisieren. Das ist einfach eine andere Möglichkeit, auf YouTube unterwegs zu sein. Aber mir hat das Spaß gemacht, so kleine, etwas aufwendigere Videos daraus zu schneiden. Und jetzt ist es vorbei. Die Frage ist, wie geht es auf meinem Kanal weiter? Erstmal willkommen an die paar tausend neue Zuschauer. Hoffentlich Zuschauer, vielleicht Zuschauer. Auf jeden Fall bis zum Ende von Varo noch Abonnenten. Vielleicht auch danach noch, man wird es sehen, ob euch der andere Kram bei mir gefällt. Es wird jetzt einfach weitergehen wie davor auch. Also es wird sich an sich nichts ändern. Ich werde nach wie vor Videos machen, wenn ich Bock habe. Es werden coole Videos kommen, Videos, die ich schon länger geplant habe, Videos, auf die man sich auf jeden Fall auch freuen kann. Videos, an denen ich teilweise auch wieder mehrstellig Stunden dran arbeite. Das wird auf jeden Fall alles kommen und ich freue mich da auch drauf. Varo war eine kurze, aber sehr intensive Zeit. Es kommt mir wirklich vor, als wäre ich schon einen Monat bei Varo, obwohl es erst eine Woche jetzt war, eine Woche und 2 Tage. Okay, eigentlich 2 Wochen, aber trotzdem, es kommt mir vor wie ein Monat, also etwa doppelt so lang, weil es einfach so intensiv war und es war ein Erlebnis und wenn irgendwann Varo 3 ist, bin ich da auch gerne wieder dabei, dann nicht mehr mit Castcrafter. Auch das war cool, weil wir die letzten Tage, also heute und gestern, wir hingen durchgehend quasi in TS aufeinander, aufeinander klingt auch wieder falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist auch cool, mal wieder
so viel mit jemandem zu tun zu haben, auf YouTube, also mit einer Person zu tun haben und so richtig zu planen und alles und Taktiken zu schmieden. Und Carscraft, der war auf jeden Fall ein richtig cooler Teammate. So, wir haben taktisch uns gut verstanden und viel taktisch planen können. Haben gut zusammengearbeitet, haben auch im Kampf gut funktioniert. Auch dass am Schluss wir auseinandergelaufen sind, habe ich nicht rückgängig machen wollen, weil zu zweit vor zwei weglaufen, es war einfach zu spät. Wir waren under-equipped und konnten nicht mehr entkommen. Es war so, wie es war. Da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Dieses Geknicktheit, dieses Gefühl der Leere auch, diesen Todesscreen bei sich gesehen zu haben, das wird mich wahrscheinlich noch einige Tage begleiten, aber nebenher habe ich auch ein richtig großes Gefühl der Erleichterung, dass es jetzt vorbei ist. Dass jetzt dieses stundenlange Video gucken und dieses Campen, ich meine, es ist 22 Uhr, seit 16 Uhr sitze ich vorm PC im TS und irgendwann kam dann der Moment, als ich gesehen habe, X-Tomination hat sich eingeloggt und wir haben geschrien und der Puls ist sofort hochgegangen. Es ist heftig. Das ist das, was Varo ist. Das ist das, aus was Varo ihr gemacht habt. Und es sind jetzt noch viele Leute drin, die PvP-technisch uns unterlegen gewesen wären. Es geht in Varo auch nicht um PvP, sondern es geht vor allem um Taktik. Und ich war der erste PvP-Kill und ich bin gestorben, wie ich es wollte. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Freut euch auf alles, was noch kommen wird. Ich bin trotzdem motiviert und schaue in die Zukunft und das war Skate 702 in Varo 2. Ciao!